Wir besuchen den Christkindlmarkt in der Stadt Salzburg. Unerklärliche Energieverbräuche in Feistenau, Tipps der Energieberatung und tolle Geschenke für Zahnproduktkombikunden der Salzburg AG. Das sind die Themen und somit herzlich willkommen. Einer der schönsten Christkindlmärkte der Welt befindet sich direkt vor unserer Haustüre. Es geht um den Salzburger Christkindlmarkt in der Altstadt, der jährlich gerne besucht wird. Damit Ihnen dort ein Licht aufgeht, kommt der Strom von der Salzburg AG und nach dem Glühweinstandl bringt Sie der Obus wieder gut nach Hause. Der Advent, die ruhigste und besinnlichste Zeit des Jahres. Auch die Zeit des Christkindlmarktes in der Stadt Salzburg. Damit es wirklich zu einem einmaligen Erlebnis wird, sollte schon die Anreise entspannt verlaufen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie der Lokalbahn und dann weiter mit den Bussen, kann man sich entspannt auf den Besuch des Christkindlmarktes einstimmen. Natürlich ohne nervige Parkplatzsuche. So beständig wie die Salzburg AG für ihre Kunden in Salzburg da ist, so beständig ist auch der Christkindlmarkt. Hat er doch in Salzburg eine jahrzehntelange Tradition. Beständigkeit und Traditionen natürlich auch ganz wichtig bei unseren Produkten, Wertschöpfung. Das heißt, hier passiert sie in Salzburg. 100% unserer Aussteller, über 50% bieten Handwerkskunst an. Wir bauen hier in der Stadt ein Dorf auf, in dem es Produkte gibt, die es in der Stadt nicht mehr gibt, die verloren gegangen sind. Und noch eines haben die Standler, die teilweise schon über 40 Jahre zur Adventzeit am Dom- und Residenzplatz sind, mit der Salzburg AG gemeinsam. Sie sind regional verwurzelt und legen Wert auf Tradition. Wie etwa Maria Braunecker aus Birmoos mit ihren handbemalten Christbaumkugeln. Dass es einfach noch so ist wie früher zum Teil. Nicht alles, aber sehr viel. Es ist, wie wir vor 42 Jahren angefangen haben, war das schon so wie heute. Heute ist es ein bisschen größer geworden, aber trotzdem, die Tradition ist geblieben, auch mit der Ware. Ich habe nach wie vor meine handbemalten Kugeln, so wie damals schon. Auch Christina Renzel ist in zweiter Generation mit einem Stand am Christkindlmarkt vertreten. Handwerk hat für sie große Bedeutung. Aber auch der alljährliche Besuch von Stammkunden freut die Standlerin. Also ich bin ja jetzt schon selber seit fast 30 Jahren da am Markt. Und was mich besonders freut, dass mich langjährige Kunden und Gäste begleiten. Es muss auch nicht immer sein, dass die was kaufen, aber es ist einfach nett im Besuch, wenn sie uns besuchen. Dann plaudert man ein bisschen, dann gibt es schon die nächste Generation, dann gibt es schon die Enkel, es ist einfach nett. Wenn es dann schon langsam dämmert, gehen am Dom- und Residenzplatz die Lichter an. Aber nicht irgendwelche, sondern LED-Lampen. Einerseits spart das jede Menge Energie, rund 30.000 Kilowattstunden, und andererseits setzt man auf Nachhaltigkeit. Na, wir haben vor 3 Jahren freiwillig umgestellt, das heißt die ganze öffentliche Beleuchtung und auch alle Aussteller selbst haben ihre Lampen umgestellt auf LED. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir mit dem Ökostrom der Salzburg AG hier einen tollen Anbieter haben, der diese Gedanken der Nachhaltigkeit mit uns mitträgt. Wer auch seine Liebsten zu Hause am Besuch am Christkindlmarkt teilhaben lassen möchte, macht das am besten mit einem Foto oder einem Selfie. Verschickt wird es dann kostenlos per freiem WLAN von der Salzburg AG. Und wie wäre es, den Christbaum einmal in der Stadt zu kaufen und damit einen Besuch am Christkindlmarkt zu verbinden? Und hat einem der Glühwein etwas mehr geschmeckt? Auch egal, denn mit Bus und Bahn kommt man sicher wieder nach Hause. Wenn Sie mit dem Obus unterwegs sind, dann sollten Sie den Fahrplanwechsel Mitte Dezember unbedingt beachten. Die Infos dazu auf unserer Website. Wir machen jetzt einen Themenwechsel. Erst kürzlich hat uns eine Familie aus dem Salzburger Flachgau verzweifelt angerufen, weil der Stromverbrauch plötzlich gestiegen ist. Wir sind der Sache mit der Energieberatung der Salzburg AG auf den Grund gegangen. Weil das Haus der Familie Fühle-Reiter von 3 Seiten vom Wasser umgeben ist und der Weg von der örtlichen Wasserleitung zu weit gewesen wäre, hat man sich für den Brunnen mit Förderpumpe entschieden. Haben dann auch einen Experten geholt und so weiter, und das ist gar nicht einmal so tief, ich glaube, es sind 7 oder 9 Meter, und holen uns quasi da das Grundwasser als Trinkwasser- und Nutzwasserversorgung und sind damit eigentlich autonom, aber an die Salzburger AG mit dem Strom angeschlossen, weil wir brauchen ja Förderpumpe. Und genau diese Förderpumpe hat zu Problemen geführt. Der hohe Verbrauch ist dann urplötzlich da, meist im Zuge der Abrechnung. Und dann gilt es halt zu klären, was ist die auslösende Größe. Und in dem Haus war es so,
dass eine Wasserpumpe, die eigentlich nur dazu da ist, in kurzer Zeit einen Wasserdruck aufzubauen und Wasser zu fördern, nicht kurzzeitig gelaufen ist, sondern dauernd, ständig. Wir haben zwar immer wieder Geräusche gehört von irgendwelchen Geräten, die plötzlich außerdurch der Normalzeit angeschlagen haben, haben aber jetzt auch nicht so nachgeschaut. Und dann habe ich eben erfahren, dass es bei der Salzburger AG Energieberater gibt. Dann habe ich auch ziemlich rasch einen Termin gekriegt und der war ziemlich kompetent und hat eigentlich unsere Geräte ziemlich schnell einengen können, woher dieser Mehrverbrauch vielleicht kommen könnte. Wenn man die Ursache gefunden hat, dann ist es meist eine Frage der Technik. Hier war es sehr einfach, den Druck zu vermindern, den diese Pumpe ansteuert, und schon war die Pumpe wieder im Normalbetrieb und auch das reicht völlig aus. Also hier war das Schöne, es ist nicht eine neue Pumpe notwendig, sondern nur eine Veränderung der Betriebsweise und die Familie hat wieder den normalen, den reduzierten Stromverbrauch. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, warum der Stromverbrauch eines Haushaltes unerklärlicherweise steigen kann. Für Mehrverbrauch in einem Haushalt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man die Nutzung ändert, also dass mehr Leute darin wohnen oder dass man einfach mehr Zeit darin verbringt. Eine zweite Möglichkeit für Mehrverbrauch ist, dass man mehr Geräte einbaut und die verwendet, also zusätzliche Geräte, es kann sein ein Aquarium, kann auch sein ein weiterer großer Fernseher. Und eine dritte Gruppe, das war in diesem Fall zutreffend, ist, dass ein bestehendes Gerät plötzlich viel länger und viel mehr läuft und dadurch einen hohen Verbrauch verursacht. Wenn Sie ebenfalls Fragen zu unerklärlichen Energieverbräuchen haben, dann kontaktieren Sie uns einfach. Alle Informationen dazu finden Sie auch im Internet auf www.salzburg-ag.at. Sollten Sie gerade auf der Suche nach einem neuen Job sein, dann hätten wir möglicherweise einen für Sie, denn in der Obus-Werkstätte wird immer wieder Unterstützung gesucht. Nach der Schule habe ich mich auf die Jobsuche begeben und durch die Zeitung bin ich auf die Salzburg gekommen. Und da habe ich noch meine Lehrzeit absolviert vor 4 Jahren und jetzt bin ich insgesamt 9 Jahre im Unternehmen. Meine Aufgabe ist, die Fahrzeuge zu reparieren und die Fehler zu suchen, die Störungen zu beheben, sei es 24 Volt oder 600 Volt, sprich Antriebselektronik. Und wir haben 4 verschiedene Busgenerationen und verschiedene Typen, daher ist es sehr umfangreich. Jetzt überprüfen wir das Funkgerät, das schaut in Ordnung aus, dazu das PA Mobil und das MRI, das ist für den Funk und für die Datenübertragung und für die Lautsprecher. Die haben auch intakt und funktioniert alles einwandfrei. Und da überprüfen wir jetzt noch das TRX für die Weichensteuerung. Das ist auch alles intakt, das ist auch alles einwandfrei. Das Coole an meinem Beruf ist, wenn der Bus eine Störung oder Fehlermeldung hat, dass er nicht mehr fahren kann, das heißt Antriebselektronik. Wenn man den noch findet und das Fahrzeug wieder raus auf den Linienbetrieb, ist eigentlich ein relativ gutes Gefühl. Und das ist das, was man am meisten taugt. Ja, das Klasse an dem Beruf sind die coolen Kollegen, mit denen man verdammt gut zusammenarbeiten kann und eine gute Harmonie herrscht. Und der Job wird nie langweilig, es ist nicht eine Routine, in der man reinfällt. Es gibt jeden Tag eine neue Abwechslung, das ist einfach das Klasse. Für alle Zahnproduktkombi-Kunden der Salzburg AG, die in der Vorteilswelt-App angemeldet sind, haben wir jetzt im Advent tolle Geschenke. Die MyFlexbox wird zum Adventkalender und täglich geht ein Türchen auf. Das Ganze noch bis zum Heiligen Abend. Die MyFlexbox ist eine Innovation der Salzburg AG. Mit der MyFlexbox erhalten Sie alle Pakete anbieterunabhängig an einem Ort. Das spart Ihnen Zeit, unnötige Wege und Sie sind flexibel und können Ihre Pakete, wann Sie wollen, dort abholen, wo Sie es brauchen. Und für die Weihnachtszeit hatten wir uns etwas Besonderes ausgedacht. In der Adventzeit gibt es einen Adventkalender in den MyFlexboxen an allen Standorten in Salzburg und Umgebung. Unsere Zahnkunden können direkt in der Vorteilswelt-App am Adventkalender teilnehmen und haben so die Möglichkeit, täglich ein Türchen in einer MyFlexbox zu öffnen. Am besten, Sie sortieren die Angebote nach Standort, so scheint die am nächstgelegene Flexbox direkt an erster Stelle bei Ihnen auf. Einfach Angebot öffnen, auf Ja, ich möchte am Adventkalender teilnehmen klicken. Und hier sieht man, Sie haben teilgenommen. Reinschauen lohnt sich, denn hinter den Türchen verbergen sich tolle Geschenke wie Gratis-Skitickets, Konzertkarten, Thermeneintritte und vieles mehr. Also gleich die Vorteilswelt-App downloaden und am Adventkalender teilnehmen.
Täglich um kurz vor Mitternacht wird ein neuer Gewinner ermittelt. Sie bekommen dann eine Nachricht über die Vorteilswelt-App der Salzburger AG. Schon am nächsten Tag in der Früh können Sie dann mit einem Code Ihr persönliches Geschenk in der MyFlexbox abholen. In der Vorteilswelt-App der Salzburger AG finden Sie aber auch noch mehr Vorweihnachtliches. Zum Beispiel 1+1 gratis Punsch mit Heferl am Wolfgangsee Advent oder 1+1 gratis Punsch für den Adventmarkt in St. Leonhard. Das war das Salzburger Magazin in der Adventszeit und nicht vergessen, derzeit gibt es den Testsiegerbonus bei uns. Das bedeutet 6+2 Monate gratis Internet und TV plus einen Gutschein für Magenta Mobile. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt. Und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.